Herzlich willkommen, Patrick wieder vom Gesundheitscenter Niklas. Nächste Etage, die wir uns etwas aufkräftigen wollen, sind die Beine. Das heißt, komplett Oberschenkel wie auch Unterschenkel. Alina wird mich unterstützen, wird die Übungen euch zeigen. Ich erkläre das Ganze, wir teilen uns das Ganze etwas ein. Wir starten mit einem Klassiker, mit der einfachen, bekannten, vielleicht schon Kniebeuge. Dazu, Alina, du stehst bitte etwa in schulterbreitem Stand. Bei der Übung ist darauf zu achten, dass ihr nicht die Knie nach vorne über die Zehenspitzen rausschiebt. Das heißt, ihr steht eher so, dass ihr den Po nach hinten rausschiebt. Der Rücken bleibt gerade, Bauchmuskulatur spannt wieder an, um die Rumpfstabilität gewährleisten zu können. Ihr könnt das Ganze gehalten machen. Schultern können auch noch ein Stück nach oben. Achtet wirklich auf diese Punkte, Po nach hinten, Knie nicht weiter nach vorne als die Zehenspitze. Entweder in der gehaltenen Version oder ihr geht kurz nach unten und wieder nach oben. Da gibt es die verschiedensten Varianten, die ihr da noch machen könnt damit. Diese Grundposition ist das, was wichtig ist. Ihr könnt die Arme noch mit nach vorne strecken, um noch einen weiteren Hebel zu kriegen, um dieses Po nach hinten schieben deutlicher ausgleichen zu können. Gut. Wenn das Ganze jetzt momentan noch zu schwer ist von der Koordination, dürft ihr euch ein Stück Wand suchen, mit dem Rücken an die Wand anlehnen und dann rutscht ihr an der Wand entlang nach unten. Auch hier bitte darauf achten, dass die Knie eben hinter der Fußspitze bleiben. Der Rücken bleibt jetzt eh angelehnt, bleibt dadurch von Haus aus gerade. Und ihr habt etwas Unterstützung, etwas mehr Sicherheit, dass ihr wirklich in dem Bereich trainiert, wo das Ganze auch sinnvoll ist. Dankeschön. Nächste Variante, die wir noch dazu nehmen, ist das Ganze etwas mehr fokussiert, immer auf eine Seite. Dazu geht Alina in einen Ausfallschritt nach vorne. Auch hier wieder achtet darauf, am besten vor dem Spiegel, dass ihr hier nicht mit der Kniespitze über die Zehenspitze rausschiebt. Zum anderen auch, dass das Knie nicht zur Seite abweicht, dass er weder so in den X-Bein noch in den O-Bein reinfällt. Auch hier natürlich beide Seiten und auch hier, wie auch bei der beidbeinigen Kniebeuge, sowohl im Ausfallschritt möglich, wie es die Alina gerade macht, als auch in gehaltener Position. Das hintere Knie schiebt ihr runter Richtung Boden, dann könnt ihr die Seite entweder immer wechseln oder ihr macht 10-mal links, 10-mal rechts. Das ist völlig flexibel zu handhaben. Das Ganze geht natürlich auch nach hinten raus, rückwärts das Ganze, das heißt, das vordere Bein bleibt stehen, das andere geht nach hinten raus. Vom Effekt für die Muskulatur ganz ähnlich. Einfach eine Möglichkeit, auch hier Varianten reinzubringen. Um das Ganze noch schwieriger zu gestalten, wer immer noch nicht genug hat, geht in den Ausfallschritt rein, diese einbeinige Kniebeuge, Hände auf Schulterhöhe nach außen oder die Ellbogen auf Schulterhöhe und dann dreht ihr den Oberkörper langsam nach links und rechts. Auch hier bitte beachten, Bauchspannung, damit eben diese Drehbewegung nicht zu weit geht, eure Muskulatur sichert euch damit ab. Im Bauchmuskelvideo und Rumpfstabilisierungsvideo hat die Lisa euch das Ganze auch schon erklärt. Das heißt, da wisst ihr Bescheid, ihr könnt euch da jetzt durch den ganzen Körper durcharbeiten. Auch diese Variante natürlich dynamisch möglich in den Ausfallschritt rein und dann drehen und wieder lösen und dann das andere Bein. Wadenmuskulatur, das heißt, jetzt geht es unterhalb vom Knie. Ihr merkt, wir arbeiten uns immer weiter nach unten durch. Für die Wadenmuskulatur könnt ihr euch ein Stück an der Wand abstützen. Das Ganze wird dann weniger wackelig. Ihr drückt euch schnell auf die Zehenspitzen hoch und geht langsam nach unten runter. Der Abwärtsweg darf ruhig 3, 4, 5 Mal so lang dauern wie der Weg nach oben. Dadurch haben wir eben eine schöne Kräftigung für die Wadenmuskulatur. Gleichzeitig auch die Achillessehne, die dadurch bewegt wird, sich in ihrem Gleitlager gut bewegen kann und dadurch eben eine Entlastung auch mit reinbringt. Um das Ganze noch schwieriger zu gestalten, könnt ihr das auch an der Treppenstufe machen. Dann könnt ihr noch tiefer nach unten runter mit der Ferse, um das Ganze
noch deutlich schwieriger gestalten und noch mehr die Wade beanspruchen. Diese Möglichkeiten, die haben wir jetzt mal in dem etwas kontrollierteren, langsameren Bereich. Natürlich könnt ihr das Ganze auch dynamischer machen, noch dynamischer gestalten. Wir starten jetzt auch wieder mit der beidbeinigen Kniebeuge. Ausgangsstellung dürfte noch bekannt sein, breitbeiniger Stand etwa auf Hüftbreite. Nach unten runter, Abdruck nach oben raus, leicht springen, aus der Bewegung raus und dann wieder landen. Das heißt, da haben wir auch eine Sprungkraft, die gefordert wird. Und je höher ihr euch nach oben abdrückt, desto effektiver wird das. Achtet auch hier drauf, wie es die Alina schon sehr gut macht. Die Landung passiert vorne auf dem Fußballen, damit die Ferse nicht hart durchschlägt und das Ganze zu sehr auf die Gelenke geht. Auch im Einbeinstand oder in der einbeinigen Kniebeuge ist das Ganze möglich. Ihr könnt das, ich zeige es gerade hier, weil bis ich es erklärt habe, zeige ich es leichter nach unten runter. Wechselsprung, nehmen wir die Seite wechseln. Ja, jetzt habt ihr mal ein kleines Programm, was ihr zu Hause ohne großen Platzbedarf nachmachen könnt, um eure Beine aufzukräftigen. In der Zeit, wo man nicht viel draußen unterwegs sein kann, ist es ganz wichtig, dass trotzdem die Beinmuskulatur erhalten bleibt. In diesem Sinne, tobt euch aus, bleibt gesund, wir sehen uns wieder. Tschüss!